Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sam wieder auf meinem Kanal und ihr seht, die neue Season fängt an, Kapitel 4, Season 2 und zwar mega, so heißt die Season. Und zwar, es gibt sehr viele Neuigkeiten und wir gucken direkt das Mega-Trailer. Ich habe dazu auch ein Video schon gemacht. Wir gucken es uns einfach mal ganz kurz an. Hier ist die ganze Map, die gerade aufgebaut wird. Neue Motorräder, neue Battle Pass Skins und Leute, ihr seht schon, Motorräder, neue Battle Pass Skins. Hier, richtig nice gemacht, eine Insel in Fortnite, ein Ort, die gerade aufgebaut wird. Hier Battle Pass Skins, da oben ein Riss, wie ihr sehen könnt. Hier ist Eren Jäger, hier aus Attack on Titan. Finde ich richtig nice gemacht. Hier, man kann auf diese Art Seilrutsche raufgehen, dann slidet man so runter. Ist auch eine neue Fähigkeit, finde ich richtig nice. Hier, Ehrenjäger. Und ja, hier sind Motorräder, neue Autos und Leute. Finde ich richtig nice gemacht. Außerdem hier und das Schwert, wie ihr sehen könnt, das ist auch ein neue Waffe, ich denke eine mythische Waffe. Und ja, gehen wir direkt mal runter. Mega schnell, neue Stadt, neue Straßen, neue Fahrzeuge. Also, als Fahrzeug, was wir fahren können, Victory Crown Roach. Das hier ist das Motorrad, was man fahren kann. Und ja, finde ich richtig nice. Und neue Auto, Nitro Drifter. So sieht das aus. Finde ich richtig, richtig nice gemacht, Leute. Und ja, genetische Klinge. Das hier ist das mythische Schwert, oder ein normales Schwert, aber es wird halt eine Art mythische Waffe sein, denn das finde ich richtig nice. Das ist ein Schwert, ihr könnt euch auch damit so teleportieren, Leute. Und ja, neues Schwert, wie gesagt, neue Waffen, schalkdämpftes Havok Sturmgewehr, so sieht es aus, finde ich richtig nice. Havok Pumpgun, so sieht die Pumpgun davon aus. Und die Waffen, die jetzt zurückkommen werden, und zwar übertaktisches Impulsgewehr. Das war schon einmal drin, jetzt kommt es wieder rein, Leute. Und aus dem Tresor auch schwere Scharfschützengewehr, das bleibt. Cobra DMR kommt wieder rein. Drachen-Odem Scharfschützengewehr kommt wieder rein. Kampfschrottflinte und alle erbeutete exotische Waffen kommen auch wieder rein. Und ja, hier diese, wir haben neue Realitätserweiterungen. Hier Container, Schatzjäger, Schubsaft, Flut und Munitionsrutsche. Mehr mittlere Munition, Schrottflinte Recycling, würdevoller Abschluss hier für das Schwert, Leute. Und ja, hier mega cool, das ist ein Ort. Und ihr seht hier eine Pistole, das ist eine Explosivpistole. Finde ich richtig nice gemacht. Hier die Orte halt. Finde ich richtig, richtig nice, Leute. Welche Season findet ihr besser? Die alte oder diese Season? Und jetzt gehen wir mal ganz kurz hier hoch, Leute. Und gehen hier auf Battle Pass Skins. Denn hier haben wir auch noch was Neues. Und zwar die ganzen Skins. Also, der Skin heißt Thunder. So, in verschiedene Style, Leute, wie ihr sehen könnt. Backbling, Hanggleiter, Spitzhacke, Ladebildschirm, der Skin und ein Stile hier. Ein anderes Stil. Ja, das sind drei Stile. Skin, Rückenaswar, Hanggleiter, Backbling und Ladebildschirm. Sein zweiter Stil. Und ja. Dritter, vierter. Der sieht richtig nice aus. Und da kommen wir zu dem nächsten Skin. Also dieser Skin heißt Mitsuki. Jetzt kommen wir zu Stray. Dieser Skin, Rückenaswar, Hanggleiter, Pickaxe und Ladebildschirm. Seine ganzen Stile im Weiß gibt es auch natürlich. Hier ohne Maske. Finde ich richtig nice. Hochspannung, nächster Skin, Rückenaswar, Hanggleiter, Pickaxe und Ladebildschirm. Sein zweiter Stil. Dritte, ohne Maske. Hier noch ein Stil. Oh, finde ich richtig nice. Okay, Renzo, der Zerstörer. Dieser Skin, Rückenaswar. Dann hier Pickaxe, Ladebildschirm und ja, dann Stile. Jetzt kommt es zu Imani, dieser Skin, Rückenaswar, Hanggleiter, Pickaxe und Ladebildschirm, seine ganzen Stile. Okay,
Ist ganz okay. Jetzt kommen wir zu Mystica. So sieht das genau aus. Rücken aus war Hanggleiter Pickaxe. Ladebildschirm und seine ganzen Ziele. Oh mein Gott. Der sieht richtig heftig aus. Ehrenjäger, der letzte Skin. Das Skin finde ich richtig nice. Ich bin nicht sicher. Also das ist die Pickaxe. Das ist ein Sticker. Das hier ist eine Lackierung. Das ist entweder der Hanggleiter. Und ja. Somit haben wir alle Skins geguckt. Neue Neuigkeiten haben wir auch gesagt. Und ja. Hier nochmal diese. Ja, finde ich richtig nice. Wie findet ihr die ganze neue Season? Bewertet mal, Leute. Und ja, findet ihr diese Season besser oder die andere? Und ja, wie findet ihr Items? Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, lasst Glocke, dass ihr kein Videos mehr verpasst. Dann würde ich einfach sagen, war schon mit dem Video. Und ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.